Und weiter geht's im Monatsspecial. Ui, ich habe mich im Kreis. So. Wir müssen einmal das kaputt machen und rennen dann einfach mal auf die zu. Ja. Oh ja, cool. Ich glaube, der kommt nicht mehr auf die Beine. Aha. Ja, glaubt euch. Und den Gewinner töte ich. Der hat keine Arme mehr. Der Arme. Weg. Weg. Man hat schon den nächsten Holocron gesehen. Im Übrigen gibt es hier in diesem Spiel nicht in jedem 15, so wie es im anderen war. Und bis auf diese eine Ausnahme, wo halt innerhalb von zwei Leveln 15 waren. Sondern hier gibt es unterschiedlich viele Holocrone. In diesem hier sind es zum Beispiel 6. Und ja, das musste ich nachgucken. Und weil ich war mir nicht mehr sicher, ob ich alle noch weiß. Aber doch, ich wusste noch alle. Ich wusste sogar einen, der gar nicht hier ist. Was auch ziemlich praktisch ist. Moment. Okay. Gerade so hoch. Zack. Zack. Und erledigt. So, einmal. Nix da. Aus. Aus. Raus aus dem Spiel. Ist der jetzt mal endlich kaputt? Ja, danke. Jetzt ist er kaputt. Ach, und der Typ auch. Ah, Moment. Ja, genau. Die Sprungsoldaten. Die sind super. Die kann man nämlich mit einem Blitzschuss kann man die ausschalten. Und klatsch. Da werden die nämlich zu so fliegenden Granaten. So, einmal Erfahrungspunkte. Und zack. Zack. Also im Normalfall, also ich finde 2 ist wesentlich viel leichter als 1. Nicht nur Empfinden der Holocrone, wie ihr hier definitiv merken werdet. Sondern auch im Kämpfen. Ist es einfach durch die mehreren Möglichkeiten, finde ich persönlich, leichter. Wobei die Gegner teilweise anspruchsvollere Angriffsmuster haben, als ich renne auf dich zu und versuche dich abzuknallen. Und dich raus und jetzt können wir uns um den Großen kümmern. Hey! Ups, ich habe keine Machtenergie mehr. Lass mich mal kurz auffüllen. Ey, du Drecksack. Hör mal bitte eben auf. Ich muss mich eben auffüllen. So. Der sollte mich nicht unbedingt grabben. Warum kann ich gerade... Moment. Das war die Taste für Boosten. Gab es nicht noch eine Taste für Ausweichen? Okay. Bisschen mehr auf die Verteidigung achten. Und zack! Komisch. Vielleicht gab's. Vielleicht gab es mehrere, die, Oh. Ja, macht ihr mal.
So. Hübscher Turm. Okay. Einmal schnappen wir uns jetzt hier einen TIE Fighter. Und wofür sollten wir einen TIE Fighter benutzen? Achso, zum Brücke basteln. Ja, gut. Gute Idee. Das war ja auch immer so, wenn ich einen Weg nicht finde, dann schnappe ich mir die rumfliegenden Flugzeuge aus der Luft und hau die dann gegen große Türme, um in eine Brücke zu basteln. Das macht, glaube ich, jeder so. Musste ich die besiegen? Da bin ich mir gerade nicht mal mehr sicher. Ach stimmt, das war... Ja, stimmt, den Modus gab es ja auch noch. Vergiss es, auf gar keinen Fall bleibe ich da einfach stehen. Ja, also... Ey, die können schon auf mich schießen! Okay. Das ist nämlich der coolste Modus überhaupt. Der Macht-Rage-Modus. Der ist cool. Hallo, Darfi. Grand Theft Vader. So eine Scheiße. Der hat mir meine Karre geklaut. Oh ja. Oh ja. Kaputt. Euch gehen die Henker aus. Warum? Ja. Probiert es mit korillianischen Reißhunden. Mein Lord. Der war ein bisschen leiser. Der war ein bisschen sehr leiser. Der Trupp soll sich im Hangar sammeln. Ich treffe ihn dort. Aha. Wartet jetzt den Chef. Und es ist nicht so ganz begeistert, mich zu sehen. Glaube ich. Ich erwartete Lord Vader. Hast du Pech gehabt? Wo ist er? Oh, er lebt. Für den Moment. Er ist seit 7 Tagen in der Arena. Wie lauten die imperialen Sicherheitscodes für diesen Sektor? Die Sicherheitscodes. Töte dich. Dieses leise Geflüstert. Ah, töte dich. Vergiss es. L-
Glaubst du wirklich, so eine eingezogene Brücke bringt was? Erst einmal hier aufräumen. Einmal das und erledigt. Okay. Hallo. Schieß mal rüber. Könnte man die nicht auch... irgendwie... fangen? Okay, nee, das Timing ist einfach nicht so tight. Oh. Ja, gut. Das muss ich mir wieder merken. Weil es gibt halt unterschiedliche. Entweder die, die der Macht begabt sind, oder die, die im Lichtschwertkampf begabt sind, und die muss man halt unterschiedlich töten. Und im Übrigen, den brauchen wir nicht mehr. Finde ich zumindest. So. Und natürlich ist der erste Holocron nicht weit. So, Lichtschwertkristall. Nee. Das hier. Nee. Steigert die Abwehrkräfte. Actimel. So. Aber brauchen wir jetzt gerade nicht. Also gesteigerte Abwehrkräfte brauchen wir nicht. Doch nicht. Achtung, Bürger! Wir haben eine Ausgangssperre. Das Kriegsrecht wurde verhängt. Bitte geht nach Hause und schließt eure Türen ab. Jo. Erledigt. Aber ihr wisst wohl nicht, mit wem ihr es zu tun habt, Eindringling. Doch, ich weiß das ziemlich genau. So. Ich weiß das ziemlich genau. War hier nicht irgendwo was? Hm. Hm. Okay, muss ich mal eben gucken. Kann ich die wegschießen? Ja, kann ich. Cool. So. Zack. Statuen immer schön kaputt machen. Erstens gibt das Punkte. Und zweitens kann da was runter versteckt sein. Zack. Komme ich da rein? Ne, scheinbar nicht. So. Da ist auch nichts drin versteckt. Wie gesagt, bei manchen bin ich mir halt nicht sicher, deswegen muss ich da auf Nummer sicher gehen und alles kaputt machen. Ach komm, laber mich nicht voll hier. So. Tot. Und jetzt brauche ich dich nicht mehr. So. Nee, da ist gar nichts. Da ist auch nichts. Da auch nicht. Moment, gehen wir einmal da runter. Sobald ich drüben bin, darf niemand mehr durch. Verstanden? Okay.
Okay. Erledigt. Und geh mal. Geh mal drauf. So. Und einmal hier kurz hochfahren. Nee, du warst das nicht. Okay. Ein Holocron. Ein Holocron. Einmal den hier hochfahren. Ich denke, da sollten wir jetzt ganz gut rüberkommen. Nicht, dass ich hier unten noch was verpasse. So. Weiß ich gar nicht, ob ich da unten jetzt was verpasst habe. Einmal kurz schauen gleich. Und hopp und hopp und hopp. Und ja, Kato Naimodia. Einmal hier rum. Wo müssen wir hin? Da hinten. Da müssen wir eigentlich hin. Das heißt, hier könnte irgendwo noch was versteckt sein. Ja, ja, ich weiß. Lichtschwertwurf. Und ein Leben ist nicht viel wert. Die naimoidianische Architektur schon. Ja, okay. Wenn du das so siehst. Schade, die sind nicht in Reichweite für meinen Geistertrick. So. Vor allem weiß ich nicht, woran die sterben, wenn da die Platte so ein bisschen runterfällt. Hopp. Ah, Moment. So, Moment, erstmal töten wir jetzt den Sniper da hinten. Achtung, Bürger! Wir haben eine Ausgangssperre. Das Kriegsrecht. Und zack. Bitte geht nach Hause und schließt eure Türen ab. Nee, du hast was anderes. Was brauchtest du denn? Musst du hier die Kugel hinbringen? Die ich zufälligerweise hier rausgeschossen habe. Ups. Ich meine, ich musste da die Kugel hinbringen, die ich da rausgeschossen habe. So. Achtung, Bürger. Wir haben eine Ausgangssperre. Das Kriegsrecht wurde und kaputt. Ja, der Kugelblitz. Einer der coolsten Kombos, die es im Spiel gibt. Da ist er. Haha. Ich mag den. So. Du
Das soll wohl ein Witz sein. Hä? 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 Okay. Ach, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass da irgendwas ist. Aber ich weiß gerade nicht mehr was. Und warum buggt das Ding jetzt hier so rum? Egal. Aber ich würde sagen, ich muss das halt blind machen. Also ich muss ungefähr die Zeit abschätzen von einer halben Stunde. Und ich hoffe, ich glaube, die müsste jetzt ungefähr erreicht sein. Also wir sehen uns gleich im nächsten Part wieder. Haut rein.